Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Ja, ich will auf jemanden gehen und schon muss ich wieder auf jemand anderen gehen hier. Da bist du ja. Bist du bereit? Bereit wozu? Wir zwei haben uns für heute zum Nähen verabredet. Hast du das schon vergessen? Das war davor. Ich würde liebend gern mit dir nähen, aber ich kann nicht. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Zum Beispiel? Dinge für Angie. Du würdest es nicht verstehen. Ich würde es gern versuchen. Ich muss gehen. Tut mir leid. Ja. Mochten den Duft der Räucherstäbchen. Vielleicht sind ja noch ein paar in deinem Zimmer. Dann holen wir uns die doch mal. Und ganz wichtig, sie muss sich um die Wäsche kümmern. Zack, das ist jetzt erstmal. Und danach müssen wir uns direkt um die Schafe kümmern. So. Late Leuchte mit. Oh, ja. Man kann wieder nichts lesen hier. Es ist nur noch ein Stäbchen übrig. Mom liebt ihren Duft. Aber Lee und Bodhi ebenfalls. Vielleicht können sie sich ja damit ein wenig entspannen. Vielleicht kannst du das auch einfach auf der Beerdigung anzünden. Dann können sie es alle riechen. Ich könnte es benutzen, um entweder Mom, Late oder Bodhi entspannen zu lassen. Ja, super. Ja, das ist ja toll. Also die Mutter würde ich dann höchstens ein bisschen entspannen lassen, weil die hat echt... die hat halt am meisten damit zu kämpfen, ne? Gefällt dir dieser Duft? Oh. Ach, du meine. Es ist, als würde deine Schwester... Bitte entschuldige mich, Liebes. Ich brauche einen Moment. Das heißt jetzt was? Weil eigentlich ist es ja gut, wenn sie sich damit auseinandersetzt. So, sie hat die Wäsche gemacht, so wie es aussieht. Oder? Das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Schafe. Ich habe es immer noch nicht verstanden, warum... Oh. Warum das voll ist, aber die Untersuchung noch... Nee, warte mal. Hä? Wenn sie trocken ist. Die hat doch gerade die Wäsche abgehangen, oder nicht? Och, Leute. Macht die Wäsche. Ach so, nasse Wäsche ab. Ja, gut, okay. Nee, dann bleib bei den Schafen. Ist okay. So, was ist mit ihm? Armer Zack. Ich kann auch ihn ein wenig an die Hand nehmen, damit er all das durchstehen kann. Ah, ich sollte derjenige sein, der die Skulptur für Angie schnitzt. Da. Machen wir das doch? Hey. Was das Grabmal angeht, da ich sie am besten kannte, wäre es besser, wenn ich es anfertige. Irgendwelche Einwände? Du kannst den Kiefernblock nehmen, den ich von der Werkstatt hingestellt habe. Okay, cool. Mach ihn aber nicht zu dünn. Und im abstrakten Stil, so wie die Häuser am Grab deiner Mutter. Stimmt, ich werde sie mir nochmal ansehen. Pia hat bezüglich der Gestaltung vielleicht irgendwelche Sonderwünsche... Also vergiss nicht, mit ihr zu reden, bevor du damit beginnst. Ja, schon gut. Alles klar. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich brauche Hilfe. Immer ist hier irgendeiner fertig, wer nicht was anderes machen will. Wie sollte die Skulptur aussehen? Ich muss Ideen sammeln, genau. Erstmal Ideen sammeln, besuchen. Äh?
ja, besuchen, um sich das anzugucken. Wieso kann man dann darüber nachdenken? Aus der Erinnerung oder was? Nee, nee, wir besuchen das. Das ist ja wohl klar. Dann, was ist mit den... Was gut? Jetzt muss die schon wieder den Code neu analysieren oder was? Ach nee, das macht die woanders, nehme ich an, oder? Wir schauen mal nach. Mikroskop. Ja, okay. Dann, da bin ich jetzt echt gespannt, was dabei rauskommt. Ob die krank sind oder... Ist ja eigentlich so eine Nebensache bei dem Ganzen, ne? Bei der ganzen Story, weil es ja eigentlich um den Tod der Schwester von Conny geht. Aber es würde mich echt mal interessieren. Aber sie ist eigentlich Menschenärztin, ne? So wie das aussieht. Ach, wie lange braucht sie zum Analysieren? Mach schneller. Also, Loyalität geht dadurch nach oben, Fleiß geht nach oben, das ist schon mal gut. Es dauert aber sehr, sehr lange. Was ist denn mit ihm? Können wir hier... Er ist noch auf dem Weg. Ist er schon fertig? Weil hier ist kein Balken mehr. Oder heißt das nur, dass er auf dem Weg ist noch? Ich weiß ja nicht, wo die genau sind. Hallo? Das ist für dich. Du sollst wegen der Skulptur gucken, nicht singen. Oder spielen. Ja. Und nun? Zack, ich habe nach dir gesucht. Ja, ich musste für eine Weile raus. Ich habe den hier gestern im Klassenzimmer gefunden. Ich dachte, du solltest ihn haben. Ihr Ohrring? Hm. Es ist seltsam, dass ihn neulich keiner von uns dort gesehen hat. Dabei lag er einfach so herum. Willst du ihn haben? Oder soll ich ihn Pia geben? Ich behalte ihn. Sag mal, gibt es irgendetwas an ihr, das du besonders in Erinnerung hast? Ich frage, weil ich eine Skulptur für sie anfertige. An Angie? Mhm. Dass sie absolut alle Bücher hasste, die sie bei mir in der Schule lesen musste. Aber ein Buch förmlich verschlang, wenn sie diejenige war, die es aussuchen durfte. Nach einer Weile begann ich, Wissenschaftsmagazine im Klassenzimmer zu vergessen. Nur damit sie diese anschließend finden und für sich beanspruchen konnte. Ich habe mal diese Playlist für sie erstellt. Sie hat sie vielleicht ein- oder zweimal angehört, aber konnte sich plötzlich stundenlang über die Biografien aller Bands daraus unterhalten. Sie mochte es nie, den Pfad zu beschreiten, den andere für sie gelegt hatten. Das hätte ihr die Freiheit genommen, etwas selbst zu entdecken. Das klingt nach ihr, ja. Hey, ich glaube, ich würde jetzt gern allein sein. Danke für den Ohrring. Klar. Wenn du was brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Er ist jetzt wahrscheinlich wütend geworden. Also er ist ja, seitdem die Sache mit dem Ohrring da bekannt war, ist er wütend. Ich denke mal, er ist jetzt wütend auf sich selbst, auf die anderen. Durch den Satz nehme ich mal an, den sie gesagt hat. Es ist komisch, dass der Ohrringhalter lag und niemand Angie gesehen hat. Vielleicht ist er wütend, weil er denkt, sonst könnte sie noch leben oder so. Ist jetzt nur eine Vermutung. Mal schauen, was wir wegen den... Oder nicht schauen. Hallo? Wo ist sie? Hallo? Wie geht es Pia? Wegen den Schafen. Was denkst du wohl? So. Oh... Denkst du, ich sollte zu ihr gehen, um mit ihr zu reden? Sie sieht mich immer so an. Also habe ich das Gefühl, dass es gerade noch schlechter passt als sonst. Das bildest du dir ein. Wieso sollte sie irgendwas gegen dich haben? Weil ich ihr ihre beste Freundin wegnehme? Das ist Blödsinn. Das ist es. Niemand mag Handlungsstränge mit eifersüchtigen Charakteren. Bitte. Tut mir leid, ich hätte sie nicht mit irgendeinem Mädchen aus einer meiner Serien vergleichen sollen.
Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Was ist jetzt hier mit den Kotproben? Mädel. Kannst du hier nicht einfach die schlafen legen, mit anderen quatschen? Du sollst die Kotproben analysieren. Gut, die Wäsche ist jetzt dumm gelaufen, ne? Ist jetzt am Regnen. So, analysieren wir weiter die Kotproben. Wenn wir denn was sehen. Ist auch nicht mehr ganz so viel. Das ist schon mal gut. Der Hunger ist irgendwie, glaube ich, komplett runtergegangen. Also die hat anscheinend so großen Hunger. Also so verstehe ich das zumindest. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt meine Schuld. Es tut mir leid. Deswegen sollten Ärzte am besten einen Kühlschrank immer in der Praxis haben. So, ja gut. Das heißt was? Axel davon berichten, was ich wegen den Schafen... Ihm beim Schaufeln helfen? Ach so. Nach Hause schicken, von den Schafen erzählen. Ich hätte ihm vorher... Ach nee, es ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Aber das hätte ich nur mit ihr machen können. Das hätte ich jetzt nicht mit... Erstmal von den Schafen erzählen, komm. Das ist jetzt wichtiger. Vielleicht ist er ja auch schon fertig mit dem Schaufeln, man weiß es ja nicht. Und ich sag mal, ein bisschen körperliche Arbeit, denke ich mal, tut ihm auch ganz gut jetzt gerade. Wenn auch nicht zu viel, natürlich. Ich habe nach den Schafen gesehen. Die gute Nachricht ist, dass ich nichts Ungewöhnliches gefunden habe. Keine Krankheit, keine Parasiten. Aber um sicher zu gehen, habe ich die Proben zu einem Labor in der Stadt geschickt. Oh, ein Glück. Angie wird sehr froh sein, dass es Ihnen gut geht. Tut mir leid. Ich war wohl einen Moment lang abwesend. Die Schafe lassen grüßen. Stell sicher, dass es der Herde gut geht. Ja, wieder eine Errungenschaft. Moment. Late möchte mit Budi über Angela sprechen. Ich bin nicht sicher, wie ich ihr helfen kann. Ich kann Axel das Grab nicht alleine ausheben lassen. Genau, dann gehen wir jetzt ganz schnell wieder... Wir gehen nicht zurück, sondern wir... Nee, doch. Ach, das ist Axel. Ach, ich hätte den Kopf jetzt gar nicht erkannt. Dann helfen wir ihm jetzt nochmal schnell. Weil die Wäsche können wir jetzt sowieso gerade nicht machen. Komm, geh wieder zurück, Mädel, und dann helf ihm mal schnell beim Ausheben des Grabes. Da wird er doch sicher froh drüber sein. Der ist zwar fast schon durch. Es tut mir leid, dass ich dich damit reinziehe. Ich mache das, weil ich es will. Gut, dann lass uns das zu Ende bringen. Ja, genau. So ist gut. Mach das ruhig schneller, genau. Weil, ist ein bisschen blöd. Man hat dann so viele Sachen, um die man sich dann gleichzeitig kümmern muss. Und jetzt ist er mit dem Grabschaufeln schon fast fertig. Ich glaube, er hat jetzt einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht oder sowas hier dran geschaufelt. Ich weiß es nicht. Und ja, jetzt kann er erstmal wegen der Schafe beruhigt sein. Jetzt helfe ich ihm auch noch beim Grab. Und dann gucken wir mal. Die Wäsche müssen wir natürlich auch noch irgendwie runterkriegen. Was mit Conny ist, weiß ich gar nicht. Oh, zum Ruhen. Hebe ein Grab aus. Okay. Oh. Ah, erledigt. Versuch jetzt, dich ein wenig auszuruhen. Ich bin so müde. Es ist doch gut, oder nicht? Ich bin sicher, du wirst schlafen wie ein Stein. Okay. Wir sehen uns. So, sehr schön. Late mit einbeziehen. Wer von euch ist Budi Late? Genau. Über den Kranz reden. So, wir reden jetzt hier mal über den Kranz. Und was war mit ihr? Hier steht aber, um entweder Mom Late oder Budi zu entspannen. Hä? Ich war doch schon bei der Mutter. Ich zünd der Mutter jetzt das an. So, die soll sich mal richtig ausheulen, damit es ihr... Naja, besser geht es immer. Blöd gesagt in solchen Situationen, aber...
Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht psychisch komplett durchdreht hier. Dass sie da tatsächlich ein bisschen mit entspannt. Wieso laufe ich hier komplett ins andere Haus rein? Hallo? Hat die das jetzt gemacht? Die ist direkt wieder raus? Anscheinend hat sie es gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was ist mit ihm? Er muss Ideen sammeln. Er war nämlich immer noch nicht da. Achso, Entschuldigung, bist du gerade am Essen? Ich wollte dich nicht vom Essen abhalten. Nein, du kannst es nicht einfach liegen lassen. Aber er hat sowieso nicht so einen Hunger. Also er lässt einfach den Rest jetzt stehen. Okay. Ah! Schon wieder jemand anders. Ich habe den Papierkram fertig. Hast du Galia irgendwo gesehen? Sie ist vermutlich mittlerweile zu Hause. Ich habe gehört, sie hat dir am Friedhof geholfen. Nur ein wenig. Es war keine große Sache. Das war nett von ihr. Ich hoffe, es hat sie nicht von ihren anderen Aufgaben abgelenkt. Sie hat ohnehin schon so viel zu tun. Mhm. Ich weiß. Ich werde mich jetzt eine Weile ausruhen. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Alles, was jetzt noch fehlt, ist das Grabmal von Melville und ein Kranz. Gott, hilf mir. Wie soll ich all das bloß durchstehen? Oh Leute, werdet doch nicht immer depressiver, wenn eigentlich was Positives ist. Ich meine, sie hat jetzt geholfen, da sollte man sich auch ein bisschen drüber freuen. Ja, es ist scheiß Situation. Es ist natürlich nichts Schönes gewesen, wobei sie geholfen hat, aber sie hat geholfen. Und irgendwie zumindest unterschwellig sollte man sich dann ein bisschen freuen dürfen. Sie darf den Grab... Achso, ja genau, den Grabkranz. Wie lautet das Urteil? Welches Urteil? Im Prozess gegen den Lilienhäuptling? Gnädiger Telu, wovon redest du da? Erinnerst du dich noch an unser Gespräch über den Trauerkranz? Ah, das... Das, indem ich dir ein Löwenzahn-Pflückabenteuer in den üppigen Feldern von Yesterby vorgeschlagen habe. Während du dich damit zufrieden gabst, eine Handvoll langweiliger alter Lilien aus dem Gewächshaus zu stibitzen, um Zeit zu sparen. Es würde um diese Jahreszeit ewig dauern, einige passende Löwenzähne zu finden. Davon abgesehen, dass es immer noch Unkraut ist und billig und improvisiert wirkt. Du solltest etwas mehr Vertrauen in meine Flechtkünste haben. Bleiben wir bei Lilien und Chrysanthemen. Wir können direkt im Gewächshaus welche pflücken. Die wären passend für ein Begräbnis. Und genau deshalb sind sie auch so langweilig. Wenn du keine Zeit für Löwenzähne vergeuden willst, wie wäre es dann mit roten Rosen und Sonnenblumen? Auch aus dem Gewächshaus. Das ist doch kitschig. Kitschig, aber mit Charakter. Und weniger deprimierend als weiße Lilien und Chrysanthemen. Ich... Es tut mir leid. Ich weiß, dass du gerade viel um die Ohren hast. Ich mochte nur die Idee, mit dir einen gemeinsamen Nachmittag in der Wildnis zu verbringen und Pusteblumen zu pusten. Vielleicht, wenn das alles hier vorbei ist. Aber nicht jetzt. Ist schon okay. Ich verstehe das. Das wollen wir hoffen. Können wir die Wäsche noch abnehmen? Ich will jetzt endlich die Wäsche erledigt haben, aber jetzt ist es schon wieder 8:45 hier. Jetzt sag mir bitte nicht, dass sie die Wäsche jetzt abheben will. Jemand muss... Was? Oh. Mein süßer Engel. Heiliger Rauch, bring jemanden Frieden. Also, scheint dann doch was Positives, okay, bei ihr bewirkt zu haben, das wollte ich sagen. Melville muss einen Grabstein anfertigen. Es gibt so viel, um das ich mich kümmern muss. Ja gut, die anderen sind ja schon mit diesen Sachen eigentlich beschäftigt. Wenn ich da... Ach nee, ich kann sie ja gar nicht steuern. Ach, ich vergesse das immer wieder. Weil die sind dann so weiß markiert und ich vergesse dann, dass ich die gar nicht steuern kann. Oh, genau der Ort, an dem sie ums Leben kam, auf ihrem Grabstein verewigt. Was hast du noch gleich über Moms Grab gesagt, Angie? Du kannst ihr Grabmal hassen, so viel du willst, Zack. Aber du musst zugeben, dass es zumindest etwas über sie auszusagen hat. Also, dann vermute ich mal, du würdest auch so etwas wollen.
Etwas, das der Welt verrät, wer du gewesen bist. Dieses wunderbare Mädchen, angekettet an diesem gottverlassenen Ort, an dem sie ihre Zeit entweder damit verbrachte, ihre Heimat durch eine Kameralinse zu betrachten, oder den Rest der Welt durch eine Vielzahl an Büchern zu erkunden. Du hättest so viel mehr als das verdient gehabt. Ich werde dafür sorgen, dass das alle erkennen können. Er ist immer noch wütend. Was ist denn das Zeichen? Er will nicht sehen. Ich hätte es jetzt eher interpretiert, als dass er müde ist, aber das ist es wahrscheinlich eher nicht. Ja, wie muss die Skulptur aussehen? Können wir da sonst noch irgendwas mit Pia reden? Ich würde sagen, ja. Nein, können wir wieder nicht, weil es zu spät ist. Wollt ihr mich denn jetzt veräppeln? Ich muss die Skulptur für Angie bis morgen Nachmittag fertig bekommen. Das heißt, das Erste, was ich machen muss nach dem Aufstehen, ist mit ihr reden. Und dann muss ich innerhalb von 3 Stunden oder so die Holzskulptur machen. Oder soll ich mit ihr reden? Ich weiß es nicht. Also ich würde gerne mit ihr reden vorher, aber das kann ich halt nicht, weil sie anscheinend jetzt auch schon auf dem Weg ins Bett geht. Da ist bestimmt, ist das jetzt eine Errungenschaft, die ich jetzt nicht hinkriege, weil das ist alles viel zu schnell. Ah, das macht mich, das ist chaotisch. Also ich liebe dieses Spiel, das muss ich schon mal vorweg sagen. Und ich finde es klasse, wie man da wirklich so alles ein bisschen steuern kann. Ich bin nur etwas überfordert damit, immer die ganzen Dialoge, also die Leute aussprechen zu lassen und so. Und dann gleichzeitig aber auch alles hinzukriegen zeitlich, damit das auch alles fertig ist. Vor morgen Nachmittag sogar fertig bekommen. Ach du Scheiße. Ich muss Ideen sammeln und mich für einen entscheiden. Ja, ich finde es gut, wenn er die Idee nutzt, da ich mit ihr eh nicht sprechen kann. Ne? Wegen zeitlichen würde ich sagen, er fängt schon mal an zu schnitzen. Also es tut mir leid, aber sie ist schon im Bett. Was ist mit ihr? Hat sie jetzt endlich... Sie hat immer noch nicht die Wäsche gemacht, oder was? Willst du mich... Ist sie jetzt auf dem Weg dahin? Boah! Warum? Ey, wie lange dauert das für sie, die Wäsche abzuhängen? Ich mache das in 5 bis 10 Minuten. Ah, ich darf den Grabkranz nicht vergessen. So, Sonnenblumen, Lilien und Chrysanthemen. Also ich hätte ja jetzt Sonnenblumen. Rosen und Sonnenblumen. Nach dem Kranz fragen. Moment, das ist jetzt... Das ist Bodhi. Moment. Nach dem Kranz fragen. Habe ich jetzt schon mit ihm gesprochen? Ehrlich gesagt, da ist so viel passiert in letzter Zeit. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nämlich, dass er nicht gesagt hat, dass er mir hilft, oder? Ich würde jetzt persönlich Rosen und Sonnenblumen pflücken. Auch wenn sie sagt Lilien, weil Lilien finde ich persönlich schrecklich. Ich weiß, es sind Todesblumen, aber wer bitte möchte irgendwelche Todesblumen bei sich auf dem Grab liegen haben? Ich persönlich möchte die Blumen auf dem Grab liegen haben, die mir, also auf meinem, die mir im Leben die liebsten gewesen sind. Und da Sonnenblumen meine Lieblingsblumen sind und ja, Rosen mag ich halt auch gerne. Aber wie gesagt, Sonnenblumen sind meine Lieblingsblumen. Ich könnte mir gut vorstellen, da sie schon ähnlich drauf ist wie ich, also hier die Schwester, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, wie peinlich, dass sie eher Sonnenblumen möchte und keine Lilien. Ich sammle jetzt Rosen und Sonnenblumen. So, es tut mir leid. Ich weiß auch gerade gar nicht, ich glaube, die Mutter wollte eigentlich Lilien haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber... Mit ihr darf ich ja jetzt nicht mehr sprechen, weil es ja zu spät ist und man so spät dann nicht mal bei den Leuten... Die mussten ja irgendwann mal nützlich sein. Sie macht jetzt eine Nachtschicht. Es tut mir wirklich leid, deine Gesundheit ist total am Eimer.
Aber du bist Ärztin, du kennst das. Du hast schon immer viel Stress gehabt, nehme ich mal an. Hat sie jetzt alles schon? Achso, weil sie da gerade so dran ist. Sie macht jetzt die Nacht durch, oder? Oh, ich glaube, ich habe es übertrieben. Das sind viel zu viele Blumen für einen einzelnen Kranz. Was für eine Verschwendung. Lee wird nicht glücklich sein, wenn sie das sieht. Jetzt geh nicht ins Bett. Geh nicht ins Bett. Geh nicht ins Bett. Du musst den Grabkranz machen. Arbeitstisch. Mach den Kranz. Los. Es ist mir egal, ob du die halbe Nacht durcharbeitest. So wie ich das verstanden habe, ist am nächsten Tag das Begräbnis. Zur Dekoration. Binde einen Kranz. Okay, man ist anscheinend nicht gezwungen, einen speziellen zu machen. Oder ich habe jetzt die Errungenschaft nicht bekommen, in der ich die Mutter zufriedenstelle. Das kann natürlich auch sein. Gut. Was machen denn die anderen? Ihre Wäsche habe ich immer noch nicht abgehoben. Die schläft jetzt auch. Moment. Das Fundament wäre dann fertig. Ich schätze, ist ganz okay für den Anfang. Was heißt hier Kopf frei bekommen? Nein, 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 nix. Gitarre, Herd. Er kriegt den Kopf frei, indem er sich an den Herd stellt. Ernsthaft? Um Rat für die Schnitzerei. Ja, die sind ja alle schon am Pennen hier. Gitarre zurücklegen, üben. Wir üben jetzt mal ein bisschen, komm. Ich weiß, du brauchst Schlaf, aber du willst den Kopf frei kriegen. Ich weiß nicht, ob du den frei kriegst, indem du schlafen gehst. Setz. Hallo? Achso, die Gitarre ist zu Hause. Okay, Entschuldigung. Ja gut, sie gehen trotzdem alle schlafen. Ich kann machen, was ich will. Die haben ihren eigenen Kopf. Dann schauen wir noch mal. Wer von euch wird jetzt als erstes wach? Hallo? Die Zeit steht still. Ich kann auf nichts klicken, oder? Ah, doch. Mom und ich haben im Laufe der Jahre oft gestritten, aber dieses eine Mal war es besonders schlimm. Vor allem deshalb, weil es eines der letzten Gespräche war, die wir jemals geführt haben. Oh, du verstehst das einfach nicht. Es geht hier nicht um irgendeinen kindischen Traum. Die habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir sind nun einmal für den Hof verantwortlich. Und eines Tages wirst du ihn übernehmen. Wer soll ihn denn sonst weiterführen? Denkst du Conny? Ich bitte dich. Warum nicht? Das reicht! Hey, ich werde in diesem Haus keinerlei Gewalt dulden. Hör bloß nicht auf das, was sie sagt, Conny. Was ist denn los? Komm schon, Schwesterherz. Nehmen wir Henriettas Boot und fangen ein paar Fische. Ich möchte so weit wie möglich von diesem Ort hier weg. Komm sofort wieder zurück! Ich habe versucht, diesen Streit zu vergessen, aber Mom kann das bestimmt nicht. Nicht, wenn das kaputte Rad sie täglich daran erinnert. Ja, das heißt, wir sollten dann wahrscheinlich das Rad am nächsten Tag reparieren. 6 Uhr morgens. Er pennt immer noch. Er soll sich um die Skulptur kümmern. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Es ist sehr, sehr stressig zu versuchen, alles hinzukriegen. Ich hoffe, ich kann mich heute noch um die Wäsche kümmern. Der Kranz ist ja jetzt soweit fertig. Das haben wir jetzt schon mal gemacht. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, und das Einzige ist gut, wir müssen die Skulptur halb noch bis zum Nachmittag fertig kriegen. Da verzweifle ich gerade noch ein bisschen dran. Ich weiß nicht, ob er das hinkriegt von der Zeit her. Ich weiß ja nicht, wie lange er dafür tatsächlich braucht. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Und ich hoffe inständig, dass er das hinbekommt. Auch wenn er jetzt gerade so ein bisschen, dass ich Angela mit diesem Motiv gerecht werde. Soll ich zu etwas Diskreterem wechseln? Nein, er soll zu nichts Diskreterem wechseln. Er soll tatsächlich zu dem oder das nehmen, was er für richtig hält. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie lange dauert es, wenn ich jetzt zu dem einen hinlaufe. Ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist. Oder war das die Mutter, wo ich fragen muss? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und das jetzt mit denen abspreche, dann ist ja schon wieder der halbe Tag vorbei.
Und wenn ich zu der Mutter hinlaufe, die wird mich da wahrscheinlich anschreien und sagen, hast du das immer noch nicht fertig? Wir müssen in ein paar Stunden die Beerdigung machen. Ja, ich bin jetzt schon selber gestresster, glaube ich, als meine ganzen Sims hier in diesem ganzen Spiel. Deswegen machen wir hier tatsächlich erstmal einen kleinen Cut und dann hoffen wir das Beste für die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.